Ich wollte eigentlich mal mit dir ein Spiel machen. Ich dachte, komm, jetzt machen wir doch einmal was so in der Tradition dieser Show, was völlig Albernes, Sinnloses. Und du warst vor nicht allzu langer Zeit hier und hast eine sensationelle Performance hingelegt und dann übrigens auch erzählt, dass du Zahnarzthelferin bist, staatlich geprüfte Zahnarzthelferin. Ja. Ne? Du hast ja sehr viele Berufe gemacht. Und daraufhin habe ich jetzt noch ein Spiel für dich vorbereitet. Echt jetzt? Wir spielen es zusammen. Muss ich dir einen Zahn ziehen jetzt? Ja, und zwar aus der Ferne. Nein, es ist ein Spiel ohne Anfassen. Das ist natürlich das Wichtige. Wir machen nur noch Spiele ohne Anfassen. Das Spiel heißt Der Preis ist Beiß. Der Preis ist Beiß. Was ist das? Geil. Okay. Ich habe ja versprochen, es ist ein albernes Spiel. Wir sehen jetzt Bilder von prominenten Zähnen. Und dann geht's zuzuordnen, ich weiß auch nicht wer, also wir spielen es gegeneinander. Wessen Zähne sind das? Ach du Scheiße. Okay, und wer am meisten hat, der hat gewonnen. Für Sie zu Hause auch mal zum Mitraten, das Corona-freie alberne Spiel. Ein öffentlich-rechtlicher Service von uns. Okay, hier sind die ersten Zähne. Oh. Eine Frau auf jeden Fall. Ja. Die hat aber sehr schöne Zähne, oder? Fast schon zu perfekt. Ja. Deswegen nehme ich an, Hollywood gemacht. Sieht aber auch ein bisschen aus wie Schreine, Markus. Das ist ein sehr guter Tipp. Ich wollte zuerst zu einer Kollegin, aber die hat natürlich vor allem eine Zahnlücke. Deswegen kann es die gar nicht sein. Ich sage, es ist eine Politikerin. Und zwar sehe ich da, ich sehe blonde Haare oder sehe ich dunkle Haare? Es ist nicht Dorothea Bär, oder? Aber sie trägt viele roten Lippenstift. Dorothea Bär, sage ich jetzt. Dorothea Bär? Dorothee Bär, heißt die Dorothee? Wir lösen auf. Nein, oh. Anke! Wie konnte ich nur? Dabei habe ich diese Zähne doch schon so nahe gesehen. Ja, die war doch bei dir in der Sendung. Genau. Oh, wie schade. Okay, oh mein Gott, die killt mich. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wie es ohne Zähne aussieht, damit wir den Vergleich haben. Ja. Ah, okay. Sehr gut. Okay, haben wir noch einen? Wir spielen noch einen, oder? Null Punkte für jeden. Höcke? Ist es Höcke? Das ist natürlich der Trigema-Affe. Das ist der Trigema. Ich wollte auch sagen jetzt, ich wollte Micky Beisenherz sagen, er hätte es mir verzeiht, oh, weil er selber, Micky sagt das selber. Aber es ist der Trigema-Affe oder es ist Charlie. Charlie der Affe. Charlie, oh, aber der ist süß, gell? Ja, Charlie ist süß. Den will ich knuddeln. Und Tiere im Fernsehen sind in dieser Zeit auch Balsam für unsere geplagte, geschundene Seele. Komm, einen machen wir noch. Einer muss noch einen Punkt machen. Der sieht sogar ohne Zähne süß aus, oder? Ja. Ich würde in Richtung Michi Beck tendieren. Der Burani? Also er hat auf jeden Fall eine Krone oder eine Brücke an den Fünfern. Das sieht man hier, siehst du das? Ja, stimmt. Ja. Du kannst das ja tatsächlich fachmännisch beurteilen. Ja, aber gut gemacht. Also, wen sagst du? Kevin Kurani? Oder wen hast du gesagt? Nee, Burani. Andreas Burani. Ja, Andreas Burani, aber ich weiß nicht, ob der eine Krone hat. Ich sag Michi Beck. Also von den Fantastischen Vier, Michi Beck. Wir lösen mal auf. Nein, Jorge! Sehr, sehr gut. Wow, Jorge González. Ey, den habe ich sogar noch gesehen vor ein paar Tagen. Ja, und wie ist er denn so? Der war auch schon Jorge ist ein cooler Typ. So. Ist ein total netter ja, Kerl. Der ja. ist ein total lieber, netter Kerl. Und sehr lebensfreudig, halt Kubaner. No, komm, wir spielen noch einen. Wir spielen noch einen, weil es muss doch einen Punkt jetzt noch geben. Ist doch peinlich sonst. Okay. Ah! Ein Punkt. Ja, verrückt nach Mary. Wie heißt sie nochmal? Cameron Diaz. Das ist Cameron Diaz auf jeden Fall. Ah, ich finde, es ist die eine Trash-Prominente. Jetzt gibt es natürlich so viele und die Namen merke ich mir nie. Konzi, das ist deine Baustelle. Diese eine Trash-Prominente, die war. Wollersheim. Sie war in früher. Gina-Lisa. Gina-Lisa, genau die meine ich. Nein, das ist Cameron Diaz. Ich sag Gina-Lisa. Definitiv Cameron Diaz. Gina-Lisa. Hä? Nein! Wer ist das? Die eine Tomala, ich verwechsel die immer. Sophia Tomala, natürlich. Krass, aber die hat ein Lächeln wie Cameron Diaz. Ich dachte, ihre Zähne sind tätowiert.